herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Let's Play. Und das ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, denn das ist meine Lieblingsspielreihe. Wir spielen Mass Effect und gut, das wird eine ganze Weile dauern, aber ich glaube, ich möchte auch direkt dann danach Mass Effect 2 und 3 spielen. Wie gesagt, das ist meine Lieblingsspielreihe und auch wenn wir gerade erst ein Großprojekt beendet haben, können wir doch gleich das nächste starten. Ich will eigentlich gar nicht lange drum herum quatschen. Es ist auch schon wieder eine ganze Weile her, dass ich das gespielt habe, muss ich zugeben. Deswegen werde ich auch wieder ein bisschen reinkommen müssen. Zumal der erste Teil sich ein bisschen anders steuern lässt als Teil 2 und 3. Beziehungsweise eigentlich lässt sich jeder Teil ein kleines bisschen anders steuern. Und deswegen werde ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen müssen, glaube ich. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Zu der Art und Weise, wie ich das Let's Play führen möchte. In dem Spiel ist es so, dass man ab einem bestimmten Punkt mit der Normandy, also dem Schiff, auf dem unser Hauptcharakter Shepard sich bewegt, herumreisen kann, um die Planeten zu erkunden. Das ist eine sehr langwierige Angelegenheit, deswegen werde ich das dann vermutlicherweise außerhalb der Aufnahmen auch ein bisschen mitmachen, weil das teilweise einfach nur mit dem Sammeln von Rohstoffen verbunden ist. Das ist dann nicht besonders interessant. Da kann es dann sein, dass ich dann ein, zwei Cuts reinmache, um dann einfach mal das abseits der Aufnahme zu machen. Ansonsten, was die Mission angeht, wollen wir uns natürlich aber dem Ganzen hier voll und ganz widmen. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los und erstellen erstmal einen neuen Charakter, ne? Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Ja, das dauert offenbar. Die Datensuche ist auch in der Zukunft nicht allzu schnell. Achso, ich muss. Haha, das muss ja natürlich jemand sagen, dass er drauf drücken muss. Verbinden wir uns mal mit der Datenbank. Entschuldigung, dass ich jetzt sinnlos gewartet habe. Gut. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Schon mal ein großartiger Start gewesen jetzt. Okay, John Shepard war mal ein Charakter, den ich schon mal gespielt habe, oder? Nee, ist es nicht. Das ist ja der normale, wie es scheint. Genau, das scheint der Standardcharakter zu sein. Wir machen mal eine neue ID. Genau, individueller. Was machen wir denn mal? Ich weiß es gar nicht so genau. Männlich, weiblich? Ich habe beides schon mal gespielt. Ich habe einmal einen männlichen Charakter, der komplett gut war, gespielt und einen weiblichen, der komplett böse war. Ich glaube, ich spiele mal einen männlichen. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. So, nennen wir uns... Ne, Rudra Shepard ist scheiße, oder? Das muss nicht sein. Sind wir mal total einfallsreich und nennen ihn nicht John, sondern Jack? So. War jetzt super. Okay, und dann werden wir den mal ein bisschen bearbeiten. Denn so wie er ist, ist er ja ein bisschen langweilig. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Gut, Profil rekonstruieren. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Und damit können wir jetzt die Vorgeschichte von unserem Jack Shepard aussuchen. Waren wir Raumfahrer? Ihre beiden Eltern waren beim Allianz Militär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. Weiß ich nicht. Kolonist. Sie sind auf Mindoir oder Mindoir, ich weiß es gar nicht, geboren und aufgewachsen. In einer Kolonie am Rande der Attika-Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenhändler Mindoir, ich weiß es immer noch nicht, und töteten ihre Eltern und Freunde. Ich sag das hier mit so einer fröhlichen Stimme, ich weiß auch nicht. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianzmilitär. Von der Erde. Als Waise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianz Militärdienst gemeldet haben. Ja, ich glaube beim letzten Mal habe ich von der Erde genommen. Finde ich irgendwie auch am nettesten, aber ich glaube wir nehmen mal was anderes. Kolonist könnte man machen, wir machen aber mal richtig schön. Ja, wir sind einfach mal ein Kind von Militärs und werden selbst Militär und... Psychologisches Profil bestätigen. Damit passt das und jetzt müssen wir noch uns ein psychologisches Profil überlegen. Einziger Überlebender.
Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extremen, lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen werden. Aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere zerbrachen, und jetzt sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Kriegsheld. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianzflotte ein. Und skrupellos? Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemeinhin als kalt, berechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Was machen wir da denn mal? Da ist jetzt die Frage, wollen wir einen guten oder einen bösen Shepard machen? Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, muss ich zugeben. Schon mal wieder gut oder mal wieder... Ja, eigentlich... Es ist ja, sagen wir mal, es ist ja jetzt ein repräsentatives Durchspielen. Da müsste ich ja eigentlich schon so spielen, wie ich selbst empfinden würde. Dementsprechend müssten wir natürlich gut machen. Da wäre jetzt die Frage, sind wir der einzige Überlebende oder der Kriegsheld? Kriegsheld ist so, ich weiß nicht. Wir machen mal einziger Überlebender. Da haben wir zumindest eine Stelle, wo wir in unserem Lebenslauf mal einen Einschnitt hatten, einen Bruch hatten. Militärische Spezialisierung bestätigt. Ich denke, das sollte passen. So, soll ich die jetzt auch alle vorlesen? Ich weiß es gar nicht. Soldat. Soldaten sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinien eines Feuergefechts. Soldaten erhalten verbesserte Gesundheit, können im Umgang mit allen Waffentypen ausgebildet werden, haben von Beginn an die Fähigkeit, mittelschwere Panzerungen zu tragen zu können und können sich darauf spezialisieren, schwere Panzerungen zu tragen. Techniker. Techniker sind Technikspezialisten. Überraschung. Mithilfe des holographischen Universalwerkzeugs können sie Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren oder modifizieren, gegnerische Waffen oder Schilde zerstören und das Squad heilen. Techniker können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Ist nicht so meins. Also ich kann euch schon sagen, ich bin für den Soldaten. In den folgenden Spielen in Mass Effect 2 und 3 sieht das dann ein bisschen anders aus, aber alles zu seiner Zeit. Experte. Experten sind Biotik-Spezialisten. Mithilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, das Squad mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Der Infiltrator. Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfähigkeiten miteinander und sind spezialisiert darauf, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich mehr auf Dechiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können Pistolen oder Präzisionsgewehre und mittelschwere Panzerungen einsetzen. Der Wächter. Wächter kombinieren Biotik- und Technikfähigkeiten miteinander. Üblicherweise verwenden sie biotische Fähigkeiten und fortgeschrittene Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen, obwohl sie auch Gegner mit biotischen oder technischen Angriffen stören können. Sie sind effizienter im Einsatz von Technik und Biotik als alle anderen Klassen, was allerdings zu Lasten ihrer Kampffertigkeiten geht. Wächter können nur leichte Panzerungen tragen und kein erweitertes Waffentraining erhalten. Frontkämpfer. Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner auszuschalten, und sind besonders tödlich auf kurze Distanzen. Sie nutzen Pistolen und Schrotflinten und können sich auf die Verwendung mittelschwerer Panzerung spezialisieren. Entschuldigung, spezialisieren. Wie gesagt, ich möchte den Soldaten nehmen. Das liegt einfach daran, dass die Spiele es... Also, sie machen den Zugang zu den verschiedenen Klassen unterschiedlich leicht, die einzelnen Teile dieser Spielreihe. Und ich finde, mit dem Soldaten geht's irgendwie einfach am besten im ersten Teil. Gesichtsidentifikation bestätigen. Deswegen nehmen wir das mal und ändern die Erscheinung von Shepard. Wie sieht der denn aus? Was haben wir denn noch so für Vorschläge? Was wollen wir denn mal für eine Ethnie nehmen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe beim letzten Mal so einen halb asiatischen, halb schokobraunen Mann genommen. Hatte mir irgendwie gut gefallen, weiß auch nicht warum.
Nein, ich will ja gut spielen. Das wäre so ein typisches böses Gesicht gewesen. So, wen wollen wir denn mal als Grundlage nehmen hier? Gibt es denn auch irgendwelche hübschen Menschen? Ich weiß es nicht. Sieht aber nicht danach aus. Das sind alles ganz schöne Gesichtselfmeter. Ja, komm, wir nehmen mal den und schauen mal, ob wir da ein bisschen dran ändern können. So, Gesichtsstruktur. Haben wir denn irgendwas, was ein bisschen zarter ist? Nicht so wirklich, ne? Ich nehme mal den. Hautfarbe. Machen wir mal ganz weiß. So, okay, dann können wir zumindest schon mal diesen seltsamen Hauttyp wegmachen. Das ist schon mal ganz schön. Gehen wir einfach zu dem. Können wir ihn eigentlich drehen? Ah ja, mit der rechten Maustaste. Narbe. Brauchen wir eine Narbe? Ja doch, wir müssen ja, wir waren ja im Krieg und haben ja was erlebt. Da müssen wir mal hier irgendwas, dreh ich mal zurück, irgendwas Hübsches uns ins Gesicht zaubern. So, die Kleinen, ja, weiß ich nicht. Nee, komm, wir machen mal hier so ein richtig fettes Gerät. Das vielleicht nicht gerade. Das ist so diese typische Final Fantasy 8 Squall-Narbe, falls irgendjemand von euch das gespielt haben sollte mal. Ich glaube, die nehme ich. Finde ich gut. Okay. Kopf. Nackenumfang. Den machen wir mal ein bisschen weniger. Wie gesagt, ich will ein bisschen zarter machen, was einfach daran liegt, dass ich selbst ein sehr schmaler Mensch bin und mich dann besser damit identifizieren kann. Gesichtsgröße. Was? Gesichtsgröße? Aha. Ja, gehen wir auch mal ein bisschen zurück. Machen wir mal so. Wangenbreite. Bisschen Wange kann man schon zeigen. Wangenknochen. Der wird ziemlich hager, glaube ich. Obwohl, wir können ja hier ein bisschen die Hagerkeit drauf. Ja, machen wir mal so. Ich glaube, das ist okay. Ja, Ohren, so mittel halt, ne? Ohren, nein, Segelflieger müssen nicht sein. Ja, so ein bisschen. Komm, ich glaube, das passt. Zurück. Die Augen. Bitte wieder drehen. Könntest du mal? Ja, danke. So, Augenform. Weiß ich nicht, wir machen mal groß. Hier, oh, weiß ich nicht, das ist aber so Hundeaugenmäßig. Die sind so, so lala. Die sehen sehr traurig aus, finde ich. Komm, wir nehmen mal die. Augenhöhe, ne, das ist zu hoch, das ist zu niedrig. Also geht's letztendlich, wie sieht das ein bisschen komisch aus, ich weiß auch nicht. So, den Augenabstand. Lass mal auch mal mittig, das ist, sind solche Sachen. Ich bin nicht so gut im Gesicht modellieren, muss ich zugeben. So, machen wir mal tiefe Augen, warum nicht? Brauentiefe, das sollten wir dann vielleicht auch niedrig lassen. Die Brauenhöhe, können wir mal ein bisschen runterziehen noch. Guck bitte nach vorn, guck nach vorn. Ja, danke. Die Farbe der Iris, ich möchte keine roten Augen. Ich finde eigentlich grün immer ganz schön, muss ich sagen. Ist das schon grün gewesen? Ach, hier haben wir noch ein leuchtendes Grün. Oh, das ist aber ganz schön, ne? Ganz schön stark. Ich weiß gar nicht. Ach, was soll's. Komm, passt schon. Hat er mal leuchtend grüne Augen, unser Freund. Die Kinnhöhe. Das ist so ein Holländer Kinn. Nichts gegen Holländer, Entschuldigung. Aber, na gut, dann müsste es noch ein bisschen fliehender sein. Fällt mir bloß auf, dass unter Holländern ganz oft dieser Kinntyp vorhanden ist mit fliehendem Kinn. So, machen wir mal so. Kinntiefe, da müssen wir mal wieder ein Stück rüberziehen. Ja, so viel Kinn muss dann auch nicht sein. Kinnbreite. Ach, nach unten ist breiter. Okay, nee, dann lasse ich mal so. Die Kieferbreite muss jetzt auch nicht so ultra breit sein. Ja, komm, wir machen so, oder so ein bisschen. So, ja. Komm, passt schon. Der Mund, der sieht noch komisch aus. Aussehen Mund. Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir denn da für Lippen? So, hier haben wir den geschwungenen Kussmund. Ich glaube, den finde ich, ja, komm, das, der ist noch am unauffälligsten sozusagen. Aber so, Mundtiefe. Hm, weiß ich nicht. So vielleicht. Breite, der ist mir noch ein bisschen zu breit. Ein bisschen schmaler haben. So. Guck doch mal bitte geradeaus. Dankeschön. Und die Mundhöhe ist eigentlich okay, würde ich sagen. Ja, machen wir mal so. Komm schon. Nase. Ich hab's. Also, falls ihr andere Let's Plays von mir schon mal gesehen habt, habe ich es vielleicht schon mal erwähnt. Ich habe eine sehr große Nase. Deswegen neige ich auch dazu, meinen Charakteren große Nasen zu geben. Machen wir mal so. Auch vielleicht noch ein bisschen weiter runter. Nasentier. Zack, so.
Shepard die Nase. Kannst du schön in die Nasenlöcher reinschauen, wo man eine Bohrinsel drin versenken könnte, wie man mir auch schon oft gesagt hat. So Bart weiß ich nicht. Ohne Bart sieht so ein bisschen, weiß ich nicht, aus. Aber das sind alles solche Fusselbärte nur, ne? Hat er denn keinen richtigen Bart hier? Gibt's nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Nee, dann mache ich mal ohne. Augenbrauen können wir auch noch modifizieren. Ja, ohne Augenbrauen sieht seltsam aus, muss man schon mal sagen. Nehmen wir mal die. So, jetzt auf jeden Fall Haare auf den Kopf. Ich will nicht, dass Shepard ohne Haare durch die Gegend läuft. Okay, was haben wir denn da? Oh, ja, Haarfarbe ist vielleicht noch etwas ungünstig einzustellen, solange er nichts auf dem Kopf hat. So, die Elvis-Locke könnte man natürlich nehmen, die Elvis-Tolle. Es gibt natürlich leider, weil wir natürlich beim Militär sind, nicht allzu viel Auswahl, weil eben alles ziemlich kurz ist. Das ist sehr schade. Da glaube ich, gehe ich mal... ach komm, ich mache mal Elvis-Tolle. Warum nicht? Machen wir eine Elvis-Tolle. Farbe. So, ein Ginger? Wollen wir einen Ginger machen? Wobei, das ist ja schon... Ich weiß auch nicht, das ist so metallisch, so kupferfarben. Das sieht bizarr aus. Okay, blond sieht aber auch komisch aus, muss ich sagen. Ich glaube, ich mache mal so ein rot-braun. So hier, das sieht doch okay aus, denke ich mal, ne? Auch wenn wir noch so ein bisschen leuchtend sind hier, so Farbe Gesichts... Achso, wir können noch... Ach, da zählen die Augen auch dazu. Ja, dann machen wir mal so dunkel. Okay, das sieht okay aus, finde ich. Gut, dann ist das also unser Jack Shepard. So darf er aussehen, so werden wir beenden. Profilwiederherstellung beendet. Los geht's! Jack Shepard, Raumfahrer, einziger Überlebender, Klasse, Soldat. Und nun rein ins Spiel. Wenn Sie es bestätigt haben, können Sie nicht mehr zu diesem Bildschirm zurückkehren, das wissen wir doch. Bestätigen. Identifikation bestätigt. So, die Kampfschwierigkeit möchte ich auf normal lassen. Das lasse ich eigentlich alles so, würde ich sagen, wie es ist. Zielhilfe weiß ich gar nicht, inwiefern sich das bemerkbar macht. Ich habe das schon vorher mal eingestellt hier. Wir lassen es also alles so, wie es ist und starten jetzt endlich mit dem Spiel. Los geht's. Was wissen wir über Shepard? Er ist ein Raumfahrer. Hat die meiste Zeit seines Lebens auf Sternenkreuzern verbracht. Fast die ganze Familie war beim Militär. Beide seine Eltern waren bei der Flotte. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten raumfahrenden Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnten mit Hilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichten. Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, die in der Lage war, das Raumzeitgefühl zu kontrollieren. Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Licht, Annäherung eingeleitet. Portalkontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check.
Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. So, und da sehen wir schon, für alle, die Mass Effect nicht kennen, was hier unser System beinhaltet in dem Spiel, unser Spielsystem. Wir müssen Entscheidungen treffen und uns an Gesprächen beteiligen und das wird sich extrem auswirken auf den Spielverlauf. Gut, ganz meine Meinung zu übertreiben, Schluss damit. Nur auf Idioten glauben offizielle Versionen. Ja, ganz meiner Meinung. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kommbarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Er klingt verärgert. Vielleicht ist irgendetwas bei dieser Mission schiefgelaufen. Wenn der Captain mit mir spricht, klingt er immer so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Ja, wir haben zwei Charaktere kennengelernt, die uns hier noch weiter begleiten werden. Joker und Kaidan. Joker ist in dem Teil noch, also ich finde ein bisschen unsympathisch noch, kommt am Anfang rüber, aber das wird noch besser auf jeden Fall. Joker ist später ein ziemlich drolliger Charakter, der auch, ja, den man schon recht lieb gewinnen kann, würde ich sagen. Und der vor allen Dingen auch Charakter hat, was ich auch sehr gut finde. Und wir legen dann mal los. Ja, WASD kennen wir ja, ist ja nichts Besonderes. Bevor ich jetzt aber hier zu spielen anfange, mache ich eine ganz kurze Pause, um zu checken, ob alles in Ordnung ist. Und wir haben jetzt quasi unsere erste etwas verlängerte Folge, in der wir unseren Jack erstellt haben, unseren Charakter. Und dann beim nächsten Mal geht's los und wir schauen mal, was hier auf dieser Spectre-Mission so erreicht werden kann und worum es eigentlich geht. Also bis gleich.